Heute für euch 10 coole Lifehacks. Los geht's! Nummer 10. Du willst deine PC-Tastatur säubern? Dann schnapp dir einen Post-it-Zettel und zieh ihn mit der Klebeseite durch die Lücken der Tasten. Da sollte einiges bei rauskommen. Und die Nummer 9. Wenn du einen Mückenstich hast, schmier dir ein bisschen Zahnpasta über die Stelle. Der Stich sollte dann nicht mehr so stark jucken. Und die Nummer 8. Für besonders heiße Tage kannst du deine Aftersun-Creme im Kühlschrank aufbewahren. So behältst du garantiert einen kühlen Kopf, auch nach einem Tag in der Sonne am Strand. Und die Nummer 7. Dein Kugelschreiber funktioniert nicht mehr? Dann halte ihn für ein paar Sekunden in eine Flamme. Danach sollte die Tinte wieder fließen und dein Kuli schreiben. Ganz einfach. Und die Nummer 6. Mit einem Eierschneider kannst du nicht nur Eier schneiden. Das Gerät lässt sich nämlich auch wunderbar zum Erdbeerenschneiden benutzen. Probier's einfach mal aus, das funktioniert echt gut. Und da sind wir auch schon bei der Nummer 5. Du brauchst öfter mal eine Plastiktüte, um etwas zu transportieren, weißt aber nicht wohin mit den ganzen Tüten? Dann kannst du dir deinen eigenen Tütenspender bauen. Und das geht sogar ziemlich einfach. Breite die Tüten dazu auf einem Tisch aus und falte sie in der Mitte. Jetzt legst du Tüte an Tüte aneinander und rollst sie ein. Diesen Prozess wiederholst du so lange, bis keine Tüte mehr übrig ist. Wir hatten am Ende 25 verschiedene Tüten in einer Rolle. Zum Schluss wickelst du noch ein oder zwei Gummibänder rum, damit auch alles zusammen bleibt. Schon hast du deinen eigenen selbstgebauten Plastiktütenspender. Und die Nummer 4. Du willst einen Flug buchen? Dann achte ganz genau darauf, von was für einem PC du das machst. Denn die Preise variieren je nachdem, ob du von einem Apple- oder Windows-Rechner nach Angeboten suchst. Wenn du zum Beispiel auf einem MacBook nach deinem nächsten Urlaub suchst, sind die Preise für ein und dasselbe Angebot höchstwahrscheinlich wesentlich teurer als auf einem Windows-Rechner. Hätte ich das mal früher gewusst. Und die Nummer 3. Du willst draußen essen, aber dich nerven die Wespen im Sommer? Dann schnapp dir eine Zitrone, stich ein paar Nelken rein und stell sie auf den Esstisch. Die Wespen mögen den entstehenden Geruch nicht und sollten verschwinden. Schon hast du deine Ruhe. Nummer 2. Wenn du beim Einkauf im Supermarkt auf einem Kaugummi rumkaust, empfindest du weniger Hunger. So sparst du dir nicht nur überflüssige Kalorien, sondern auch dein Kleingeld. Und da sind wir auch schon bei der Nummer 1. Du willst deine Chipspackung richtig verschließen, damit die Chips auch am nächsten Tag noch schmecken? Dann roll die Packung von oben ein paar Mal ein, knicke die Seiten links und rechts ein wenig um und stülpe die Packung einmal über. Schon hast du eine luftdichte Verpackung und deine Chips bleiben länger genießbar. Jetzt kannst du deinen Freunden noch weiterhelfen und dieses Video teilen. Das war's für heute, bis zum nächsten Mal, ciao!